Hallo, ich bin Tobias. Das ist ein kleines Kurzprogramm für den Schulterbereich. Wir werden ihn etwas mobilisieren und dann ein bisschen Kraft und Dehnung integrieren. Die ganzen Übungen, die ich dir zeige, kannst du jederzeit machen, auch für dich abwandeln und anpassen, auch die Dauer variieren und das auch länger machen, als ich dir das jetzt in diesem Kurzvideo einfach vorzeige. Und ja, es lohnt sich, bevor du mit Kraft oder mit Dehnung anfängst, ein bisschen Bewegung in den Schultergürtel zu bringen. Dafür ganz einfach lässt du die Arme zur Seite sinken und kreist die Schultern vor und zurück. Ich habe jetzt nach vorn begonnen, du kannst es aber auch andersrum machen. Und wenn du kreist, dann lass es gleich ein bisschen weicher und geschmeidiger werden, also nicht so hakelig oder angespannt, so ganz weich und groß kreisen. Nach hinten, oben, vorn und unten. Und wenn das reicht, dann einmal die Seite wechseln, die Richtung wechseln. Und wenn das jetzt knackt, dann ist das gar nicht so schlimm, das ist eher normal. Das ist vielleicht so eine Einladung dafür, dass du da ein bisschen mehr Bewegung als jetzt oder als den Tag über in diesen Bereich bringst. Also lass es ruhig ein bisschen knacken und rumpeln und bleib weich in der Bewegung. Gut, zwischendurch mal so ganz locker ausschütteln. Jetzt bringst du die Fingerkuppen Richtung Schultern, die Ellenbogen auf Höhe der Schultergelenke. Beginn jetzt mit kleinen Kreisen nach vorn. So kannst du dir vorstellen, dass du mit den Ellenbogen die Kreise zeichnest nach außen und immer größer wirst im Laufe der Zeit. Mal so richtig groß werden, mal so ein Gespür bekommen, wie weit nach hinten kommen die Ellenbogen und wie weit nach vorn. Nach vorn geht es klassischerweise ganz weit, nach hinten eher nicht so gut. Vielleicht können die Ellenbogen sich vorne nochmal berühren und immer groß bewegen und weich und geschmeidig sein und die Richtung wechseln. Von groß beginnen. Ich kreise jetzt nach hinten und denke mir dann wieder an Mittelpunkt auf Höhe der Schultern, über den ich die Ellenbogen langsam auskreisen lasse. Also wird von den großen Bewegungen wieder kleiner. Gut, und wenn du da angekommen bist in der Mitte, dann bringst du die Arme zurück, schüttelst dich nochmal aus und breitest die Arme schulterbreit nach außen, drehst die Arme auswärts, ziehst die Schultern nach hinten runter und drehst die Arme einwärts und rollst die Schultern nach vorn runter. Und das auch ein paar Mal. Das fühlt sich jetzt etwas anders an, da du mehr Kraft in der Schulterstruktur brauchst, da du dir die Arme jetzt noch heben musst. Also das ist ein bisschen gespannter, vor allen Dingen hier großen Schultermuskel, dem Trapezmuskel. Genauer gesagt, dem Deltamuskel. Und schön kreisen, einwärts und auswärts, die Schultern mitnehmen, nach hinten runter und vorn runter. Und auch dann, wenn das gut ist, immer die Arme ganz locker ausschütteln. Ich drehe mich jetzt ein bisschen zur Seite, dann kannst du mir besser zuschauen. Ich verschränke hinter mir die Finger, ziehe die Schultern zurück und schiebe die Faust nach hinten runter. Habe jetzt nicht nur eine Kraft zwischen den Schulterblättern und eine Kraft, die die Schultergelenke nach hinten runterzieht, sondern weite auch mein Brustbein, schaffe also hier im Brustkorb Raum, kann hierhin atmen und wieder auflösen. Eine Idee, um ein bisschen Dehnung zwischen die Schulterblätter zu bringen. Bringst du die Ellenbogen nach vorn, legst einen Ellenbogen in den anderen, in die andere Ellenbeuge hinein, bringst entweder die Handrücken zueinander oder, wenn das möglich ist, die Handflächen selber und kannst jetzt hier mit den Armen variieren, hoch und runter und rechts und links, auch vor und zurück und da so schöne Bewegungsideen, fast Massagebewegungen in den hinteren Bereich des Schultergürtels integrieren. Und dann merken, welchen Arm du jetzt übergelegt hast. Mal zurückkommen, die Arme ausschütteln. Und die zweite Variante, den anderen Ellenbogen über die Ellenbeuge legen, Handrücken oder Handflächen zueinander. Und nochmal so schöne spielerische Bewegungen einbauen. Hoch, zurück. Von rechts, links, hoch, runter, alles das, was dir jetzt einfällt und was du machen möchtest, um dich so etwas zu verwöhnen. Gut. Und dann wieder auflösen. Noch eine Idee für ein bisschen Kraft zwischen den Schulterblättern. Bringen die Arme zur Seite, winkeln sie an, ziehen die Schulterblätter aufeinander zu und schieben sie nach unten Richtung Hosentaschen.
Schultern ziehen nach hinten, Schulterblätter ziehen aufeinander zu und nach unten Richtung Hosentaschen. Diese Kraft halten in der Rückseite. Ganz tief atmen und loslassen und bewegen und lockern. Und dann war es das schon. Und ich danke dir fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Namaste.